Wir haben jetzt fast anderthalb Jahre nachgedacht, haben uns in verschiedensten Gruppen getroffen, haben verrückte Menschen zusammengetrommelt, die sich sonst nie kennen würden. Und jetzt geht's tatsächlich los. Wir machen einen Film über ein Stück aus dem 17. Jahrhundert. Das wird nächstes Jahr 400 Jahre alt. Alte Musik, Barockmusik trifft auf modernste Technik. Und was wir hier aufgebaut haben, hier im Zentralwerk in Pieschen, das ist der Wahnsinn. Und jetzt haben wir 4, 5 schöne Tage vor uns. Alle sind nervös, aber irgendwie ganz positiv nervös. Und jetzt kann es eigentlich endlich losgehen. Ich bin Irina Kisilova. Ich spiele erste Geige in dem Projekt. Ganz interessante Atmosphäre hier auf dem Gras und alles im Grün. Also ich bin sehr begeistert von dem Projekt und hoffentlich Sie auch. Ich bin Alexander Schneider, der Primus inter pares oder anders gesagt der musikalische Leiter des Ensemble Polyharmonik. Wir sind alle ganz aufgeregt, es ist alles in der Vorbereitung und wir wissen noch nicht so richtig, was uns erwartet. Auf jeden Fall sind wir ganz glücklich, dass wir diese Musik, die 400 Jahre alt ist, jetzt wieder herausholen können und das Besondere daran, dass wir sie in Bildern darstellen, neben der schönen Musik. Und das ist natürlich sozusagen eine Möglichkeit, diese Literatur, diese Musik wörtlich zu nehmen. Das heißt also, wir machen die Musik und die Bilder sollen eigentlich bei den Hörerinnen im Kopf entstehen. Und jetzt transportieren wir diese Idee in das 21. Jahrhundert. Und das ganz Besondere daran ist, dass wir mit einer Firma zusammenarbeiten, die eigentlich Hip-Hop-Videos dreht, Breakdance-Videos und andere Dinge. Und sie haben sich tatsächlich darauf eingelassen, mit uns diesen Film zu drehen. Mein Name ist Christian Zacharas und mein urbaner Tanzname heißt Robo-Z. Ich komme aus der urbanen Tanzszene und tanze illusionäre Tanzformen, wie zum Beispiel Animation, Waving, Popping und Tudding. Die versuche ich natürlich hier zu improvisieren in diesem grandiosen Stück, die Auferstehung. Und es ist halt super interessant, dass im nächsten Jahr dieses Stück 400 Jahre hat und die urbane Tanzszene ungefähr 60 Jahre ist. Und diese Fusion zu haben, finde ich ehrenvoll. Ich bin Erik, von Anfang an ein Teil von Center Films und bei mir unterliegen quasi so sämtliche kreative Parts, unter anderem eben auch die Führung, Leitung der Regie. Also ich bin begeistert wieder von der Kulisse und dem Licht. Da haben wir ja wirklich sehr gute Leute immer hier bei uns im Team. Und ja, bin einfach gespannt jetzt, auch mit dem Orchester, mit den ganzen Leuten, wie es harmonieren wird jetzt über die Tage und was wir auf die Beine stellen.
hat es total gut gefallen, hier zu sein. Ich habe Musik noch nie so erlebt. In diesem Setting, wahnsinnig tolle Stimmung, auch das Licht. Sehr atmosphärisch und da hört man ganz andere Sachen. Also es war einfach großartig. Gut. Zeitlos. Elektrisch, schön, romantisch, dynamisch, modern. Modern, ja. Doch, modern. Als wir dort standen mit dem Rasen und gesungen haben und gespielt haben, habe ich geheult. Das war echt unglaublich. Ich fand übrigens auch die Veranstaltung selber, dass wir das dort mit dem Publikum gemacht haben, das war bemerkenswert. Ja, es war gut, das war einfach ja, stimmig. Sie haben das alle Mühen gemacht, ja, die hat keiner rumgemault und das ist ganz herrlich. Ne? Das, Sie wissen eben, das ist schwierig in so einer komprimierten Aktion, man muss seinen Komfort. Das ist jetzt nicht so das typische Setting, in das du normalerweise kommst. Was war das für ein Moment? Man war überwältigt. Aber jeder hat sozusagen, das fand ich sehr schön, diese Überwältigung, die musste man ja erstmal verarbeiten. Was ist das hier eigentlich? Und man hat sich dann so rangetastet, entscheidend auch für uns, dass wir tatsächlich diese ersten Tage barfuß auf diesem Rasen verbracht haben. Also das ist, weiß nicht, das hat was irgendwas mit uns gemacht wahrscheinlich, also was sonst nicht so ist. Dann tritt man auf eine Bühne auf, man präsentiert sich auch ein bisschen. Aber da waren wir auch ein bisschen auf unsere Persönlichkeit zurückgeworfen. Das heißt also, jetzt einfach uns als Persönlichkeiten möglicherweise mal neben das eigene Ego zu stellen und jetzt eben auch, sagen wir mal, einem Filmprojekt dienlich zu sein. Als natürlich Darsteller und Sänger, aber eben auch als Person oder als Figur. Also gerade, wo das Licht dann gesetzt wurde, wo alles aufgebaut war an Kulisse und Bühne und das Licht dann eben atmosphärisch gesetzt wurde, das war halt wirklich der absolute Wahnsinn. Also da hätte man noch so viel mehr machen können und abdrehen können, hätte man die Zeit gehabt. Und gerade auch, wie gesagt, mit dem Ensemble, die da halt super reingepasst haben, eine super Figur gemacht haben und es hat alles wahnsinnig gut harmoniert. Ich bin Magdalene und bin eine Sopranistin von Polyharmonik. Und dieses Projekt ist super spannend, weil wir hierher gekommen sind und natürlich wenig Filmerfahrung haben bisher. Und wir werden sogar von dem Kamerateam, von dem Filmteam als Schauspieler bezeichnet, was wir natürlich sehr amüsant finden, weil wir das so von Natur aus natürlich so ganz so gar nicht sind, sondern Sänger. Jetzt nach 4 Tagen Produktion habe ich das Gefühl, das war eigentlich die entscheidende Sache, dass wir gesagt haben, wir öffnen uns zu denen, die öffnen sich zu uns. Und wir hatten so die erste Begegnung am Montag bei unserer Produktionsbesprechung. Und da saß erstmal jeder für sich, die klassischen Polyharmonik saß eine Gruppe und die ganzen Centerfilms-Leute saßen in einer Gruppe und schon 2 Tage später waren wir alle durcheinander und jeder redete und der eine erklärt dem anderen, was ein Evangelist ist und der nächste erklärt irgendwie, was machst du eigentlich mit dem Film und was hörst du für Musik und was seid ihr, wieso tretet ihr immer in schwarz auf, ihr macht doch so fröhliche Musik und also ganz viele Fragen, die wir uns auch in unserer Klassikblase wahrscheinlich nie gestellt haben oder nicht so gestellt bekamen. Genau, aber wir haben jetzt Leute, du kannst ja mal gucken, was inhaltlich da ist. Oder wir haben auch Fragen, die Noten haben. Also, es war eine wirklich gute Zusammenarbeit, eine sehr gute Zusammenarbeit und einfach nur eine Freude.
Und wie gesagt, das, was wir eben noch in den letzten zwei Drehtagen im Studio erlebt haben, war auch sehr warm alles so, also einfach wirklich herzlich. Ja, und Wahnsinn natürlich, was wir hier noch abgedreht haben. Also das, was die Tänzer mich schon berührt haben im Zentralwerk, solo wie auch dann zusammen, wo die zusammen getanzt hatten, das waren für mich sehr emotionale Momente. Julia und Robusi, also wirklich Profis in ihrem Fach, super stark, ausdrucksstark, wie die getanzt haben. My name is Julia. I'm a contemporary dancer and I'm Italian, but since a couple of days I live in Dresden. I was involved in this project and asked to dance and perform, and it's been really nice because I got to dance with while singers were singing, and I was really close to their voices and it was really beautiful. I got to perform with another dancer, an urban dancer, and it was really inspiring to talk to him through movement. And I got to play around and improvise with so many different inputs, like the tissue or like some beautiful lights or beautiful atmospheres. So it was really refreshing and creatively playful. I enjoyed it a lot and I was playing around as I always do while I'm improvising. Ostern raus, genau 400 Jahre nach der Entstehung. Das ist schon irgendwie auch magisch. Also ich finde es... Unsere Zeit ist ja so, das war ja nicht mal der Plan. Wir haben ja festgestellt dann erst im Nachhinein, dass tatsächlich dieses Stück dann 400-jähriges Jubiläum hat. Diese Zeit braucht Jubiläen, möglicherweise braucht auch Kunst- und Kulturjubiläen, dass wir uns sozusagen darauf besinnen können, was es war. Denn man muss auch sagen, diese Auferstehungshistorie gehört jetzt nicht zu den populärsten Stücken von Heinrich Schütz, weil sie so schwer zu verstehen ist, weil er uns eigentlich mit seinen Aufgaben, er stellt uns Aufgaben oder gibt uns die Möglichkeit, das zu verstehen. Und dieses, dass nicht immer alles einem gesagt wird, so wie es ist, sondern man kriegt eine Möglichkeit, seine eigene Interpretation einer Musik zu finden, dann ist das also ein kleines Wunder. Und das wollen wir natürlich sozusagen mit ganz vielen Menschen auch teilen. Genau, und am Ende des Stückes rufen alle Victoria und irgendwie dieses Gefühl, dieses, boah, krass, wir haben ja echt was geschaffen. Also irgendwie, wir sind alle ziemlich müde und die Linda von unserer Maske, die leistet grandiose Arbeit, weil man sieht vor der Kamera nie, wie müde die Leute sind. Aber alle haben dieses Victoria-Gefühl, irgendwie alle haben so ein Lächeln im Gesicht, denen geht's gut, die haben Bock drauf, selbst nach 4-5 Stunden Schlaf am nächsten Morgen total professionell sind alle wieder da und bringen wieder ihre Bilder. Dankeschön. Das war's.